In diesem Bereich gibt es oh shit. Unbefugte werden ohne Warnung erschossen. Erstmal das Schloss da aufmachen. Oh, oh. Ich bin schon im Visier von dem Ding. Krass. Ja. Ich nehme mal die Hammerhead. Vielleicht geht das schneller. Da! Ich krieg trotzdem dick auf die Mütze. Und dazu kommt noch, dass ich am besten warten muss, bis es aufhört zu schießen. Na! Auf! Gott, hast du viel Leben! Was ist denn da los? Ich glaube, es wird sich fast schon eher lohnen, wenn wir einfach durch die ganzen Seitengänge laufen und es nicht versuchen, dieses Ding kaputt zu schießen. Ja, das war so ziemlich wieder ein komplettes Magazin. Irgendwas sagt mir, dass sich das nicht so wirklich lohnt. Ich meine, wenn wir die Dinger kaputt schießen, haben wir wahrscheinlich ein klein wenig weniger Stress, wenn wir hier durchgehen wollen. Oh! Ein Stromkasten? Ich glaube, damit hätten wir das Geschütz ausschalten können. Gut, solange wir den Stromkasten noch nicht brauchen, wollen wir ihn auch noch nicht aktivieren. Hier ist noch etwas mehr über Origin. Sie haben deswegen eines Synchronizitätsereignisses beendet. Keine Ahnung, was das heißt, aber es scheint Tote gegeben zu haben. Interessant. Ein Synchronitätsereignis. Was auch immer das bedeuten mag. Ich bin mir sicher, das werden wir in Zukunft erfahren. Schade, keine Granaten auf dem Regal der Medizin oder der Forschung. Oh shit. Da habe ich einen Schatten gesehen, war wahrscheinlich von der Sicherheitskamera. Aber ja, ich habe noch einen anderen Weg gesehen. What? Hä? Kam das Geräusch hiervon? Das Ding ist doch gar nicht mehr in Betrieb. Ich drück mal trotzdem den Knopf. Vielleicht bringt das ja was. Also selbstverständlich, außer dass überall das Licht ausgeht. Vielleicht war es ja so gedacht, dass wir das so machen. Vielleicht mussten wir das so machen. Ich hoffe nur, dass ich mir keinen Extra-Loot jetzt versaut habe, dadurch, dass ich das Licht überall ausgeschaltet habe. Vielleicht ist dadurch irgendeine Tür zugegangen, die nur vorher mit dem Licht zugänglich gewesen wäre. Halte ich alles für möglich. Oh shit. Wo? Ah! Okay, Leute, wir laufen da jetzt nach hinten rüber und beten, dass da nichts passiert. Ah! 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 Oh. Okay, sauber, hier gibt es nichts. Dann wollen wir mal noch ein Hammerhead-Magazin an dieses Ding verschießen. Nein, nicht den Raketenwerfer, der verschießt 3 Raketen auf einmal und ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen werden. Es schmerzt mich eigentlich schon fast, die Hammerhead-Munition zu verschwenden an so einem Geschütz. Komm schon, komm schon, komm schon! Oh, meine Hammerhead-Munition. So, wehe, hier war wieder irgendwo direkt in der Nähe ein Stromkasten.
Hier gehe ich gleich entlang. Erstmal gucken wir, was noch oben so die Gänge zu bieten haben. Bis auf dieses eine Geschütz, versteht sich. Genau, das war hier der andere Weg, über den wir gekommen wären. Ich nehme einfach mal noch so ein Medpack, warum auch nicht. Wieder nur für 20 Punkte, aber wenn wir schon so viele bekommen. So, geht es jetzt hier weiter oder da unten rum? Bei einem der Wege gibt es bestimmt einen Booster. Ja, schnell speichern, vielen Dank. Oh, war dieses zweite Geräusch etwa wieder das Einfahren von dem Ding? Die Dinger können also auch einfahren, okay. Ich dachte, wenn sie einmal rauskommen, sind sie halt draußen. Und bleiben dann draußen. Aber na gut, ist okay. Mist, kein Stromkasten hier. Oh shit. Das ist jetzt kacke. Muss ich das echt schon wieder kaputt machen? Ich will nicht meine Munition verschwenden. Gut. Hammerhead. Mach's kaputt. Mach's kaputt. Mach's kaputt. Mach's kaputt. Okay, circa 15 bis 16 Kugeln brauche ich mir da Hammerhead dafür. Ist das ätzend, das kann ich euch sagen, meine lieben Freunde. Und das Dickerchen ist schon... Dich kriege ich noch, mein Freund. Und wenn nicht, dann führst du mich hoffentlich zu Vettel. Ich frage mich immer noch, was er davon hat. Versteht ihr? Wozu macht er das? Arbeitet er für die Replikanten? Sieht nicht so aus eigentlich. Da ist er schon wieder lang gerannt. So. Moment, connectet das zum Hauptraum? Sieht fast so aus eigentlich. Ja, das ist der Hauptraum. Moment. Nope. Nix damit, Ventilator, extra Schacht. Einmal bitte aufmachen. Und ich weiß, Leute. Oh, Stone, wo bleibt Alma? Ohne Alma ist das nur halb so aufregend. Hallo? Ich habe ein Telefon gehört. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Wo sollen wir zuerst lang? Gehen wir mal hier zuerst lang. Das hat geklingelt, aber leider kein Story-Telefon. Und hier haben wir nun ein Medpack, obwohl wir bei Full Health sind. Na gut. Dann folgen wir mal weiterhin dem Programmierer. Oh shit. Gut, rennen wir mal darüber. Wow, du kannst mich doch gar nicht sehen. Okay, vergiss es. Man kann die Schlösser bei 4 nur von der anderen Seite öffnen. Ganz so logisch ist es leider nicht.
Villa X, echt von mir, dass ich da komplett rumrenne, nur um den Stromkasten auszuschalten? Oh Gott. Probieren wir das mal. Wenn ich zu viel Leben verliere, dann laden wir nochmal und töten es lieber per Munition. Yay, acht Leben. Irgendwas sagt mir, dass ich hier was verpasst habe. Ich habe bestimmt irgendeinen Seiteneingang oder Ausgang verpasst. Ah, oh, Leute. Okay. Kack drauf. Oh, ich wollte eigentlich die Zeitlupe noch benutzen. Bitte hör auf zu schießen und dreh dich in eine andere Richtung. Die! Oh, shit! Au! Das hat jetzt wehgetan. Komm schon. Stirb! Ah. So. Oh, shit! Okay. Hier war dieser kleine Gang, den ich übersehen habe. Meine Güte. Das ist ja deprimierend. Also ich denke, wir können uns jetzt fast sicher sein, dass bei fast jedem Geschütz immer irgendwo ein Gang sein wird, den wir entlang gehen können, um das Geschütz über die Stromart und Weise Soda auszuschalten. Gut zu wissen. Das war am Anfang nur eine Spekulation meinerseits. Und da hinten wird hier wieder jemand reingezogen. Ja, wissen wir. Ich werde jetzt aber nicht nochmal neu laden, weil das lame wäre. Because that's not how I roll. Ja, Probleme oder was? Ja, der kommt bestimmt da rein, sobald wir ankommen. Ja, natürlich. Natürlich. Und genau dann kommt er auch rein. Ja. Einen anderen Weg in den Raum scheint es nicht zu geben. Der Schacht ist auch für uns ein bisschen zu hoch. Wir können da nicht so galant wie der Programmierer reinhüpfen, reinschweben. Und der lange Gang sieht hier wieder nach einem Kampf aus. Oh, 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 oh. Not good. Not good at all. Kommen wir da rein? Vielleicht mit einem Crouch Jump? Hoppala. Oder? Das geht doch, das geht doch! Nein, komm! Nein! Nein! Komm, komm, komm! Jetzt aber, jetzt aber! Und. Okay, ich geb's ja auf! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ah. Ah, wie sie mich in diesen Raum gezwängt haben! Okay, Story, Leute. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Bill Moody. Hier ist Bill Moody. Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber wir hinken im Zeitplan hinterher. Ich bin immer noch in der South River Clare Anlage, aber ich habe erste Ergebnisse für Sie. Alle Komponenten, auf die ich testen sollte, sind da, aber in erheblich höherer Konzentration als erwartet. Montagmorgen dürften Sie den Bericht auf dem Tisch haben. Bis bald. Ende der Nachrichten. Das Schicksal einer der weiteren Mitarbeiter. Gut, nicht wirklich sein Schicksal, aber wir haben immerhin erfahren, dass irgendjemand in irgendeiner Kläranlage oder so an irgendetwas gearbeitet hat.
Oh, bejesus. Moment. Dieses Geschütz ballert schon wieder auf irgendetwas ein. Ich hoffe, das sind irgendwelche Replikantensoldaten. Holy crap, ist das laut! Ja, das ist das Geschütz vom Anfang, wo wir waren. Wo wir versucht haben, mit einem Crouch-Jump hier oben reinzukommen. Da geht es offensichtlich nicht weiter, also müssen wir jetzt erstmal einen Weg zu einem weiteren Stromkasten bahnen. Was zur Hölle sind das immer für Geräusche? Oh! Es ist direkt hier an der Decke. Gut, dann gehen wir zuerst hier lang. Oh! Oh, crap. Was zur Hölle war das?